Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park, Jurassic World. Ich sage immer Jurassic Park zu Jurassic World Evolution. Hier wieder auf der Insel Matanzeros. Nein, Quatsch, nicht Matanzeros, sondern auf der Isla Muerta. Moment mal. Was ist das da oben? Futterstation deaktiviert, ist in Ordnung. Nein, das wollte ich gar nicht. Hier, den Kontrollraum wollte ich. Wo? Wo ist das? Wo steht das denn? Isla Tacano. Wir sind auf Isla Tacano. Okay. Nein, Isla Muerta Verwaltung. Isla Tacano freigeschaltet. Wir sind auf der Isla Muerta. So muss es sein. Hier haben wir neue Gene. Wir müssen auf der Isla Muerta nämlich noch mehr Aufträge abschließen. Jetzt können wir einen neuen Auftrag anfordern von Dr. Kajal. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Zu einer Grabungsstätte durch. Natürlich, hallo? Ist ja wohl voll Pillepalle. Hier wächst er heran, unser Tyrannosaurus Rex. Das, rockt auch ziemlich. Der wird unseren Gewinn auf der Insel auch nochmal unfassbar nach oben treiben. Den würde ich dann hier zu den Ceratosaurus reinsetzen. Die sind sozialmäßig von der eigenen Rasse jetzt am Ende, aber Bestand dürfen die gern noch ein bisschen mehr haben. Und ich nehme mal an, dass der T-Rex da nicht allzu viel Probleme machen wird. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es. Wir haben einen toten Dilophosaurus. Das heißt Transport Heli. Da ist er. Und das heißt für mich in dem Fall, wir brauchen nochmal einen Dilophosaurus. Nein, kein Deinonychus, sondern ein Dilophosaurus. Was mit dem Deinonychus und dem Dilophosaurus zusammen passiert, das haben wir ja schon erlebt. In einer anderen Folge. Wie die sich dann gegenseitig kaputt machen. So, wir haben einmal Futterstation. Welche denn? Die bei den Velociraptoren. So, dann Ranger-Team. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, welches da am einfachsten fahrbar war. Ach, es ist gleich hier, okay. Na, perfekt. So. Wir haben sehr viel Geld. Das wird sich auch nicht so sonderlich. Ich will jetzt hier gar nicht so viel machen. Ich könnte jetzt hier natürlich noch ein paar Gebäude hinstellen. Wir haben ja hier noch was haben wir denn noch Neues gekriegt? Hier ein Wissenschaftszentrum. Ach komm, das können wir schon kurz dahin bauen. Ich will mal sehen, was das ist, wie es aussieht. Wenn es hier keine Terrorbeschränkung gäbe. Wenn hier nicht alles verbaut wäre. Alles verbaut. Gibt's denn das? Dinosaurier kann freigelassen werden. Okay, dieses Tyrannosaurus Rex kann freigelassen werden. Die Musik. Die Musik. Krass. Und immer wenn der schreit, wird hier gespeichert. Den wir auch sofort schlafen legen. Denn sonst kriegt er hier Aggro, weil zu wenig Grasland und so weiter. Los, aber schnell. Wo ist er? Da ist er. So, und wir haben schon wieder leere Fressensständer, Futterplätze, wie auch immer. So, Ranger, irgendeins. Ist mir kackegal. Reagiere auf Nachschubanfrage. So, wenn ich jetzt so eins habe und gehe drauf, dann sehe ich schon, ob es bedient wird. So, hier war doch auch noch irgendwo eins. Wo war das zweite? Hier. Das ist auch frisch. Na, da ist noch niemand dran. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. So, wie sieht's aus mit dem T-Rex? Der liegt. Wunderbar. Transportteam.
bitte einmal hier zu diesen. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Und die Lofo kann auch freigelassen werden. Der wird wohl nicht den T-Rex angelassen, oder? Beziehungsweise den, ich rülps hier heimlich ins Mikro. Ganz leise. Schluck auf. Links. Cola. Ja. Cola-Aufstoßungen. So, T-Rex kriegt sein neues Ding. Und den will ich dann auch schnell umsiedeln. Und ich muss aber dabei bleiben, was der T-Rex macht. Ob ich den gleich nochmal betäuben muss. So, ganz schnell. Du transportiere Produkt. Gehst hier hin. Zack. Produkt wird eingesammelt. Wenn man so viel Gehege hat, dann muss man schon mittlerweile aufpassen, dass man da nicht zufällig den einen Dino ins Falsche reinsetzt. Nahrung, Wasser, Bestand, Sozial, Wald, bla bla, alles gut. Der sieht echt cool aus. Sie hätten uns nichts beweisen müssen. Aber ach, mit Ihr dem Strom, Einsatz genau. Hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Da kommt ein T-Rex geflogen. Nur wenige sind dieser Aufgabe gewachsen. Die Sicherheitsabteilung überreicht Ihnen eine Belohnung, weil Sie auf Isla Muerta diese Aufgabe eindeutig bewältigen konnten. Produkt wird transportiert. So, jetzt schauen wir uns mal an. Die gucken schon ganz neugierig, wer hier Neues ins Gehege kommt. Produkt wurde transportiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Geborgenheit geht hoch. Streift umher. Bestand ist auch hochgegangen. Und? Oh oh. Warum? Warum müssen die jetzt kämpfen? Was soll das? Den T-Rex kann man nirgends hinlassen. Das ist ja unfassbar. Nirgends kann man den... Und da kommt schon der Nächste. Boah, hier wie die zwei sich hier... Oha. Ja, da nur brüllen hilft dir leider nicht viel. Du musst schon auf Angriff gehen. Soll ich den da rausholen? Aber der ist schon... Der ist schon arg verletzt. Boah, der jetzt aber auch. So, mal sehen, wer zuerst stirbt. Wie jetzt? Und jetzt ist gut, oder was? Jetzt greifst du den an, oder was? Ja, natürlich. T-Rex, du stirbst gleich, das weißt du schon. Okay. Ah, der Dilofo ist an Ort und Stelle, aber der hier... Der wird jetzt dann gleich sterben. Und dann werden die ihn fressen, bestimmt. Ja, das war's. Okay. Zwei Ceratosaurus haben einen T-Rex gefressen. Und ein Sturm nähert sich. Okay, also. So, los. Alle Schutzräume öffnen. Dann ACU-Helikopter. Betäuben, betäuben, betäuben. Anderer Helikopter. Wegtransportieren. So, dann ACU-Helikopter. Die anderen, wo ist der andere?
Eins, zwei, drei haben wir. Wo ist Nummer vier? Ich betäub einfach alle. Einer fehlt. Und du lass die Zäune in Ruhe. Die Leute sind strukturbeschädigt. Wo greift er an? Umspannwerk 4 ist beschädigt. Oh oh. Ranger-Team. Reparieren. Hier, die sind noch ruhig. ACU-Helikopter. Wo ist denn der letzte? Da fehlt doch einer. Hey, Moment mal. Habe ich da nur noch drei drin? Ach, der war schon betäubt. Den habe ich wohl wann anders betäubt und vergessen. Also drei Stück, beziehungsweise Sturm ist vorbei. So, Gebäude, Strukturen, alle wieder gerichtet. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Also das mit dem T-Rex hat ja nicht so ganz funktioniert. Ich will ehrlich sein. Beim Trainieren von Dinosauriern ist Geld sehr hilfreich. Das mit dem T-Rex hat nicht so toll funktioniert. Beginne Produkttransport. Ich könnte theoretisch... Achso, ich sollte mal gucken, ob es noch eine neue Mission gibt. Aber nicht hier, sondern hier. Nein, auch nicht hier. Das war wieder das gleiche. Aufträge. So. Das tägliche Honigbrot. Erzählen Sie 500.000 pro Minute. Wir haben 399.000. Das kriegen wir hin. Ein T-Rex noch, dann passt das. Erhöhen Sie Inselbewertung auf 4,5 Sterne. Dinosaurierausgrabung. Okay, das heißt Expedition. 1, 2. Schade, dass wir nicht noch eins haben. So, dann haben wir Forschung. Können wir hier noch nicht. Dann haben wir Forschung hier. Können wir auch noch nicht. Da fehlen definitiv noch Sachen. Aber wir haben einen toten Dino. Und zwar... Ein Ceratosaurus ist gestorben an Altersschwäche. Und wahrscheinlich an einer sehr niedrigen Gesundheit. Die sind alle wieder auf den Beinen. Eins, zwei, drei. Und da kommt der vierte. Okay, gut. Wir haben zwei tote Dinosaurier. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Wo denn noch? Ein Struti. Hole Produkt ab. So, das heißt, wir bräuchten eigentlich nochmal ein Hammond Center. Kann ich das denn überhaupt hier eventuell noch hinklatschen? Geht das noch? Ja, andersrum natürlich. Das ist natürlich, wenn man so weit am Rand baut, ist es natürlich schwierig, ne? Hier irgendwo noch was hinzupflanzen. Auch hier ist ein Hammond Creation Center nicht mehr möglich. Hier vielleicht. Naja, auch hier ist der Platz. Sehr eingeschränkt. Misty Kaki. Okay, dann
Produkttransport wird durchgeführt. Und dann gilt es hier, den hier zu betäuben. Lege weitere Aufgabe fest. Und dann hier. Oh, da fehlt auch noch das Upgrade. Ausbrüttempo 3.0. Erfolgsrate haben wir nur. Brutstättenkapazität. So, zu den Fossilien. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Also, vielen Dank. Ja, gut. Oh, Wissenschaft. Forschungszentrum Ranger Station. Ich habe eine neue Gelegenheit. Sie wird eine Herausforderung, denn es geht um einen kranken Dinosaurier. Gefährlich? Klingt gefährlich. Nicht gefährlicher, Dr. Malcolm, als unsere sonstige Arbeit hier. Hören Sie genau hin. Hören Sie es? Ah, da. Ich glaube, das war er. Mein exakter Wortlaut. Hä? Habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, was die jetzt gemeint hat, beziehungsweise was er gemeint hat. Dr. Jerry Harding. Ich bin froh, dass Sie Dr. Malcolms Vorbehalte nicht einschüchtern konnten. Ich weiß nicht, ob er übervorsichtig oder einfach nur neidisch ist. Vielleicht beides. Egal. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Wir haben noch keine Parasaurolophus. Okay. Wie ich bereits erwähnte, bekommen wir demnächst ein krankes Tier und müssen uns darauf vorbereiten. An die Arbeit. Habe ich richtig gehört? Sie bringen einen kranken Dino in unsere Einrichtung? Ich bete, dass Sie wissen, was Sie tun, denn ich habe keine Ahnung. Okay, vielleicht sollte ich hier mit den Edmonto, haben wir hier irgendwo ein Problem mit Bestand? Nö, da ist Bestand gut, sozial ist sehr wenig. Was haben wir hier noch drin? Corito, ja, der kann auch noch ein bisschen haben. Haben wir da Dracorexe drin? Ja, die haben ein Problem mit dem Bestand. Das heißt, Dracorexe werden verkauft. Ich gehe hier keine... Bestätigt. Keine Dinge ein. Dracorex und Dracorex. So, ich gehe hier nämlich überhaupt keine Risiken mehr ein. Mit den Dracorexen, die gleich angepisst sind, wenn es mal mehrere sind. Struthiomimus ist fertig. Was? DL wird dann ihren Park in unser... Ja, natürlich. Wo wird der hingeliefert, um Gottes Willen? Ach so, was für einer? Ankunft von krankem Diplodocus. Na dann hierher. Anfrage zur Produktholung erhalten. Mission, die Heilung. Sorgen Sie dafür, dass der Dinosaurier Zugang zu einer Futterquelle hat. Ja, ja. Haben wir noch keine. Eine Futterquelle. Im Moment ist schon da. So, die Dracos werden betäubt, weil die sind ein Problem. Wenn da jetzt gleich sehr viele Dinos kommen. Und es kommen jetzt gleich sehr viele Dinos auf einen Schlag. Ja, die fangen schon an. Dinosaurier verkaufen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Zustellung abgeschlossen. So, dann brauchen wir einmal ein Ranger-Team. Für unseren kranken Freund hier. Um das Tier zu heilen, müssen wir Forschungen anstellen. Vielleicht können wir das Ausmaß des Problems abschätzen und es isolieren. Ach, hey, ja. Ich stelle fest, Sie und Dr. Duhr haben ein krankes Tier in den Park gebracht und suchen jetzt nach einer Heilung. Ach, herrje. Das gefällt mir nicht. Aber wie immer werde ich nicht gefragt. Wie auch immer, halten Sie den Dinosaurier von den anderen Tieren fern, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Krankheiten? Wo sind die Krankheiten?
medizinische hier. Schnell, Kryptoparasiten. So, natürlich ist da dann sofort eine Ansteckung im Gange, denn ich habe ihn, ja, nicht in Quarantäne gesteckt, sondern direkt zu den anderen. Das ist sehr schön. So, Dracorex wird verkauft. Jawohl. Und der letzte Dracorex, bevor dieser durchdreht. Bestand wird ihm nämlich gerade schon zu viel. Einverstanden. Haben wir denn noch Dracorex? Struti, den kann es nie genug sein. Paurito, Edmonto. Ne, ich glaube, das waren dann alle. Krankheitsfall ist immer noch unterwegs. Produkt in der Luft. Forschungszentrum. Sollte ich vielleicht mal das Update noch reinhauen. Forschungstempo und Forschungskosten. So, habe ich hier natürlich ganz vergessen. Kleines Kraftwerk, verbesserte Leistung, können wir auch. Ausfallschutz haben wir doch einen besseren, oder? Ausfallschutz 3.0. Forschungsziel abgeschlossen, sehr gut. Dann brauchen wir jetzt einmal Ranger-Team. Bestätige Aufgabe. Um den Diplodocus zu behandeln. Also bisher ist nur er krank, das ist gut. Jetzt will ich mal schnell schauen, haben wir hier noch Dracorex betäubt? Betäubt. Cortio Struti, gut, okay. Transportteam Dracorex wird verkauft. Und Dracorex wird verkauft. So, das Dracorex-Problem ist damit auch erledigt. Dann wollte ich doch noch einen T-Rex, aber Parasaurolophus haben wir auch noch nie gesehen. Schön. Und so wie ich mir vorstellen kann, wollen die auch in einer recht großen Herde leben. Das ist eher mein Kragenweite. Ein Parasaurolophus. Seine Schädelform stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel. Eine evolutionäre Sackgasse. Aber offenbar hocheffektiv. Um solche Dinge sollte es in der Jurassic-Forschung eigentlich gehen. Okay, hier wird kräftig weiter ausgebrütet. Dann will ich den ganz gern lege weitere Aufgabe fest. Gleich mal betäuben. Verstanden. Kommt auf die Liste. Und hier liegt noch irgendwo einer. Ach, das ist der Ankylo. Der ist betäubt. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Und was Profitables. Ankung Metricanthrosaurus. Auch was Neues. Finden Sie Expedition, kleines oder mittleres. Reihen Sie Gewinn. Okay. Reihen Sie Inselbewertung. Ja, okay, gut. Expeditionskarte nochmal losschicken alles. Was haben wir hier? Oh Mann, jetzt geht's hier echt brutal schnell, kann man gar nicht richtig genießen. Wenn es hier so hastig vorangeht. Ja, wir müssen aber, wir müssen hier alle drei Missionen abschließen. Wir müssen überall alle drei Missionen abschließen, um... Wir haben hier auch noch nicht eine abgeschlossen, um weiterzukommen. Aber solange wie wir nicht auf der anderen Insel sind, passiert da zum Glück auch nichts. Was wollte ich jetzt machen? Expedition habe ich losgeschickt. Forschung. Forschung ging ja nicht, ne? Medizinische Behandlung haben wir nichts. Womit ist der andere? Weiß man nicht. Expedition, Gewinn, Inselbewertung.
Gut, okay. Die 500.000, die haben wir wahrscheinlich auch bald. Dauert nicht mehr lang. Okay, die sind... Wo sind die Betäubten hier? Die werden jetzt gleich produziert. Transportiert, meine ich natürlich. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, dann den nächsten, den Struti. Produkt muss eingesammelt werden. Und den wieder nächsten, den Ankylo, den lassen wir da liegen. Hä? Parasaurolophus. Und nochmal Parasaurolophus. Und zu den Fossilien. Na, da haben Sie ja mal einen Volltreffer gelandet. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Rufbelohnung, Grabungsertrag. Expeditionszentrum. Oh, geil. Leerer Platz, Grabungstempo. Grabungsertrag. Haben wir noch gar nicht reingehauen. Ist ja sehr gut. Dinosaurier transportieren, ja. Moment. Alter Schwede, ich muss doch eine Aufnahmepause machen. Sammle Produkt ein. Jetzt müssen ja auch noch Futterstationen. Krankheit eingedämmt? Wo? Ist doch noch gar nicht da, oder? Oh, hier sind die Futterstationen leer. Auffüllen. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Oh Mann, und wir müssen doch schon wieder eine Folgenpause machen. So, die schicke ich gleich wieder los. Ist wichtig. Was haben wir hier? Fossilien. Ist auch schon wieder was da. Verkaufen. Verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Boah, wir werden nachher so viel fast hundertprozentige haben. So, Betäubung. Einmal, zweimal. Der Diplodocus, ist der auch schon weg? Oder liegt der hier noch irgendwo rum? Nein, der ist noch da. Den habe ich vergessen. Der kommt auch hier rüber. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Also wenn man da mal aus Versehen zwischen den Zaun klickt, Ankylo, den lassen wir da erstmal liegen, beziehungsweise den Ankylo, den verkaufen wir. Das ist auch so ein Krawallmacher. Was liegt hier? Ach, ein Parasaurolophus beim Fressen hingelegt, der Arme. So, was haben wir hier? Einen toten Dino. Wo ist der tote Dinosaurier? Ja, 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 ja. Metricanthrosaurus. Ach, der ist da! Produkt wurde zugestellt. Transport im Gange. Ach du Scheiße, das ist ein Fleischfresser. Sag mir das doch jemand. Meine Fresse. Kein Problem. Um Gottes Willen. Aber schnell. Aber ganz schnell. Der geht hier auf Jagd. Ach du Scheiße. Der sieht aber cool aus. Und hat gleich mal einen anderen Dino gefressen. Kryptosporidien. Ja, würde ich gerne behandeln, aber der muss zuerst, muss der betäubt werden. Geht sonst gar nicht. So. Oh. Jetzt. Forschung medizinisch. Kryptosporidien, ja, habe ich schon, gut. Hier ist noch nichts und hier ist auch noch nichts. Okay, gut. Nicht, nein, nein, nein. Was machst du? Fress mir hier nicht die ganzen Dinos, Mann. Okay, gut. So, der muss hier rüber. Ich glaube, die vertragen sich hier eher. Hole Produkt ab.
Und dann brauchen wir gleich ein Ranger-Team. Oh. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Edmund auch. So, dann haben wir hier oben noch eine Futterstelle. Oh Mann. Hat der mir da einfach welche kaputt gemacht? Hier. Reserve leer. Einmal auffüllen. Lebensfähiges Genom. Sehr schön. Produkt wurde eingesammelt. Hier liegt noch ein betäubter Parasaurolophus. Der kommt rüber. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und hier liegt noch ein Parasaurolophus. Der kommt auch rüber. Kommt auf die Liste. Hat der mir einfach da die Dinger gefressen, der Freak? Produkt wird transportiert. So, der Ranger, der kann eigentlich dann sich... Die ist ja eh gleich hier, die Ranger-Station. Kein Dinosaurier mit Kryptosporidien. Erreichen Sie Gewinn, erreichen Sie Inselbewertung. Fliegt der? Ach, die wurden abtransportiert. Wo ist der? Fleischfresserie? Hier. Ja. Der Kantanten. So, dann brauchen wir ein Ranger-Team. Beginne Produkttransport. Was macht er hier? Okay. Sind wir schon wieder drüber. Ich habe so das Gefühl, dass der Timer schon wieder... Ja, ich habe keine Ahnung, wie lang wir schon wieder drüber sind. Oh mein Gott. Dinosaurier medizinisch behandeln. Produkttransport wird durchgeführt. Okay. Mann, ist das hier eine Action. Gibt's doch nicht. Jetzt haben wir hier einen kranken Fleischfresser bei den anderen. Bestätige Produkte. So, ganz schnell. Und jetzt gucken wir uns das schnell mal an. Der ist krank. Bestand ist in Ordnung. Muss der jetzt auch gegen die anderen kämpfen oder geht das klar? Noch streift er umher. Nein, ach Leute. Lass das doch. Krieg ich den noch geheilt vorher? Ja, oder? Ja, ich habe ihn geheilt gekriegt, jawohl. Wie soll ich da? Brauche ich für jeden Fleischfresser ein einzelnes Gehege? Das geht doch gar nicht. Forschungsteam Bravo ist jetzt verfügbar. Wir können sie nicht nur zum Leben erwecken, wir können sie auch heilen. Ich habe die neuesten Laborberichte und unser Dino ist geheilt. Krankheitsfrei. Job erfolgreich erledigt. So, mal gucken, ob er den noch geheilt kriegt, bevor die sich kaputt machen. Ja, er schießt drauf. Und jetzt schießt er auf ihn. Lassen die sich jetzt in Ruhe, ja? So, jetzt greifen sie sich da an. Warte mal, bleib mal hier. Da, heilen. Oh Mann. Produkt transportiert. Ich muss mir das mal anschauen. Bin zur Futterstation unterwegs. Nein, achso, ja gut, dann mach trotzdem mal. So, den hier heilen. Ich muss mal schnell gucken, ob die sich dann in Ruhe lassen, wenn die einmal gekämpft haben. Ob die vielleicht nur eine Rangordnung ausmachen. Anfrage bestätigt. So, der müsste heilen.
Wie sieht's mit ihm aus? So, jetzt streifen sie umher. Der ist in Panik. Greifen die sich jetzt nochmal an? Oder können die jetzt in Ruhe miteinander leben? Es gibt einen neuen Job. Und ich weiß genau, ja, wer ihn übernehmen machen. Sollte. Streift umher. Nein, natürlich kämpfen sie wieder. Ach, dann macht doch, was ihr wollt. Das gibt's nicht. Also gut, Fleischfresser hat überhaupt gar keinen Wert. Miteinander zu halten, außer wirklich gleiche Rasse. Niedrige Gesundheit, ja, ist in Ordnung. Ihr könnt euch von mir aus kaputt machen, das ist mir jetzt gerade egal. So ein Mist aber auch, gibt's doch nicht. So, wie sieht's aus mit den 500.000? Nein, noch immer nicht. Und wir müssen eine Folgenpause machen. Und deswegen würde ich sagen, ja. Ich hole noch ein paar Pflanzenfresser. Das ist mir echt zu blöd mit den Fleischfressern. Und toter Dinosaurier. Kämpft. Ja, ja. Kämpft hier nur. So, ist noch irgendwo ein Betäubter? Nein. Dann lassen die sich jetzt in Ruhe. Ne, die kämpfen immer noch. Und der Metriacanthosaurus ist jetzt soeben gestorben. Metriacanthosaurus. Hm. Naja, sei es drum. Wir müssen eine Folgenpause machen. Ich forsche mal eben weiter. Oh, wir haben doch ein neues Forschungsteam, oder? Achso, das habe ich, glaube ich, gekriegt. Ich muss das noch einsetzen. Kann das sein? Hier ins Forschungszentrum. Kann das sein? Ausgrabungsertrag, Ausgrabungstest. Moment, habe ich nicht ein Grabungsteam, ein weiteres Grabungsteam dazu gekriegt? Oder ein weiteres Forschungsteam? Ach, ein weiteres Forschungsteam habe ich dazu gekriegt. Okay, war kein Grabungsteam. Gut, okay. Alles in Ordnung. So, ganz schnell noch in dieser Folge. Denn ich muss dann schneiden und werde nicht mehr dazu kommen. Haben wir hier einmal eine leere Reserve. Einmal auffüllen, auffüllen und auffüllen. Weitere Aufgabe fest. Und dann haben wir es, glaube ich. So, das nächste Ranger-Team, wenn sie gerade dabei sind, auffüllen, auffüllen, bestätigt. Auffüllen. Und das nächste Ranger-Team, auffüllen. Unterwegs zur Futterstation. Ah, den sollte man auch noch heilen. Wie sieht's hier aus? Haben wir nicht noch ein Ranger-Team? Habe ich hier nur ein Ranger-Team auf der gesamten Basis? Hier habe ich noch ein Ranger-Team. Auffüllen. Kümmere mich um Futterstation. Bestätige reparieren. Aufgabe. Auffüllen. Verstanden. Und Wagen Nummer 1. Da ist noch alles gut. Hey, habe ich gar nicht ausgewählt. Hier, die sind noch voll. Da kümmert sich schon jemand anders drum. Die kannst du mal auffüllen. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. So, dann wird hier alles schon mal im Vorhinein. Haben wir da jetzt überhaupt noch drei oder sind da jetzt... Ah ja, da ist ja einer gestorben gewesen. Hier wimmelt es auch ganz schön. So, haben wir diese Mission eigentlich geschafft gehabt? Nein, immer noch nicht. Und ich muss eine Folgenpause machen. Meine Güte.
gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Aber die haben das wir gemacht. Das haben sie bewiesen. Danke. So, haufenweise DNA extrahieren. Hier noch mehr Ausgrabungen losschicken. Maya Saura. Können wir jetzt auch machen. Dann mit dem Maya Saura können wir die Inselbewertung natürlich nochmal hochziehen. Und Billy Brennan. Und. Auch, na. Ach, ich sollte auch vielleicht modifizieren, wenn wir können. Die Inselbewertung. Savannenmuster, ja. Und die Einnahmen hochziehen, dass wir die Mission fertig kriegen. Denn ich mache das ja hier nur wegen den Missionen. Ich bin ja hier nicht zum Spaß am Start. Haben wir hier noch mehr, die wir... Achso, dann wollte ich ja noch mehr. Mache ich gleich mal 3 Stück, komm. Quatsch. Nein. Nicht dein Onychus. Oh nein. Ich Idiot. Das Falsche erwischt. Wie sieht's hier aus? Ceratosaurus könnten wir nochmal einen nachlegen. Denn T-Rex hat ja offensichtlich keinen Wert. Und den Ceratos haben wir nur noch 2. Sollen wir den ihr Gehege ein bisschen unterteilen? Dass wir da nochmal, ich weiß nicht. Oder hier noch mehr von denen da. Die Lofos, da können wir noch ein bisschen was dazu tun. Sozial, da können wir locker nochmal 2 oder 3 Stück dazu nehmen. So, Forschungsteam ist wieder da. Ja, Tyrannosaurus-Fossil, sehr schön. Also, die Lofos können wir noch ein bisschen nachlegen. Cerato. Ach so, ja gut, die müssen wir dann halt gleich getrennt voneinander wegbringen. Können wir den auch noch ein bisschen modifizieren oder ist der schon? Der ist, glaube ich, schon weitestgehend. Nein, da kann man noch mehr rausholen. Hier. Nochmal plus 28. Okay, das rockt ganz schön. Dilophosaurus, Ceratosaurus, 2 Stück. Okay, gut. So, dann haben wir hier Maya Saura. Auch neu. Der kommt gleich schon auf allen Vieren daher. Oh, die Musik. Das ist wohl ein sehr geselliger und sehr lieber Geselle. Ach ja, der hat diesen Dorn an der Hand. Diese Kralle. Bestandssozial, ja, das dachte ich mir schon. Okay, lustige Geschichte. Dieser Mayasaurus war der erste Dino im All. Im Space Lab im Jahr 1985 steht im Reiseprospekt. Sie schlagen auch gern die Köpfe aneinander. Das haben wir aber nicht reingeschrieben. Naja. So, wir sollten die... Bestätigt. Gleich mal schnell betäuben. Bevor wir den Deinonychus rauslassen, um ihn gleich irgendwo reinzustecken. Wo er gefressen wird sowieso. So, die Dilophos müssen wir dann natürlich auch erstmal direkt wegbringen. Fossilien ausbrüten, fehlgeschlagen. Dilopho. Schade. Dilopho.
Dilophosaurus ausbrüten. Ceratosaurus können wir freilassen. So, meine Freunde, und ich würde sagen, jetzt machen wir eine Folgenpause. Oh ne, jetzt ist da eine Krankheit am Start. Oh Mann. Was ist da schon wieder los? Hier ist schon wieder einer, der da noch nicht ist. Okay. Ich muss ganz kurz die hier wegtransportieren. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und wo ist eine Krankheit aufgetreten? Ceratosaurus, das geht natürlich nicht. Den müssen wir gleich behandeln. Kein Problem. Bevor es da ein Problem gibt. So, und hier mit dem ACU-Helikopter haben wir einmal Ceratosaurus betäuben. Da haben wir ja einen neuen schon wieder. So, der andere ist schon unterwegs, oder wie? Ist jetzt hier leer? Nein, hier ist doch noch ein betäubter Maya. Der muss auch darüber. Hole Produkt ab. So, der ist auch betäubt. Der kommt hier rüber. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Oder? Ja, das ist der Cerato. Genau. Oh nein, der voll im Wasser. Der Arme, der sauft doch. Okay, dann sind die alle raus hier. Dann kann ich hier den Deinonychus rauslassen. Und auch dann gleich betäuben. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Dracorex, ne. Gibt's nicht. Dracorex ist im Park verboten. Ich habe eine Dracorex. Nicht Phobie, sondern eine Dracorex. Dingsigung. So, haben wir die 500.000? 461.000. Der stellt ein Problem dar, deswegen wird der schnell betäubt. Anfrage bestätigt. Haben wir hier noch einen drin? Nö. Gut. Ist das Ranger-Team unterwegs zu dem? Campylobacter. Kommt auf die Liste. Ach, den einen hat's geheilt und den anderen nicht. Schön. Anfrage bestätigt. Und das ist der. Gut. Ist der denn jetzt auch betäubt? Produkt wurde zugestellt. Nein, wir treffen nicht. Oh Mann. Ach Leute, ich muss doch Folgenpause machen. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. So sind es jetzt wieder drei Stück, ja. Und der eine wird behandelt. Sehr gut. Oh, jetzt ist der auch krank. Halt. Aufgabe. Futterstation auffüllen, kannst du mal abhaken. Bestätige Produktzustellung. Lieber den hier auch. Lege weitere Aufgabe fest. Und bevor der nächste sich auch wieder ansteckt. Gut, alle geheilt. Okay, dann kannst du. Reagiere auf Nachschubanfrage. So, dann haben wir hier auch Nachschubanfrage. Einverstanden. Aufgabe erhalten. Und hier auch. So, dann haben wir hier einmal einen Betäubten. Also Leute, ich weiß, ganz dringend. Den setze ich hier zu den Raptoren rein. Die werden sich drum kümmern. Und den Deinonychus.
So, hier ist alles in Ordnung. Okay, die fühlen sich sehr unwohl. Und greifen die Zäune an. Betäuben, betäuben. Warum sind es? Es sind doch drei. Warum fühlen die sich so sehr unwohl? Und Ranger Team. Kümmere mich um Reparatur. Transport hat begonnen. Komisch. Sind die so? Okay, die sind tatsächlich. Ja, dann hilft nur eins. Ganz schnell noch einen ausbrüten. Oder fünf. Parasaurolophus. 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 Dinosaurierbedrohung, na toll. H2-Helikopter. Den hat er betäubt. Wo ist der nächste Parasaurolophus? Da fehlt doch noch einer. Hier. Die werden erstmal betäubt. Dann brauchen wir ein Transportteam, das den hier reinsetzt. Dann den Ranger, der hier die Zäune repariert. Ah, okay, ist alles. Anfrage bestätigt. So, ein toter Dino. Cerato. An Altersschwäche gestorben. Oh Mann, Sturm nähert sich. So, jetzt mache ich Folgenpause. Oder beziehungsweise ganz schnell hier noch. Produkt unterwegs. Und da ist Kampf. Verstanden. Velociraptoren betäuben. So, und weil es jetzt gleich richtig spannend wird, würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Folgenpause. Die sind bald fertig. Der ist tot. Ist auch weg. Der muss auch weg. Dann brauchen wir nochmal den Betäubungs... Und den hier auch noch betäuben. So, dann sind die drei betäubt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Jurassic World Evolution. Die anderen sind ja betäubt hier, die sollten die Zäune nicht mehr angreifen. Oh, da rennt auch noch einer rum. Der noch nicht betäubt ist. Mann. Zaun reparieren. Leck mich doch an. MF. Reparieren. Meine Herren. Kaputtes Gebäude, tote Dinos, was ist denn hier los? Sturm ist vorbei. Der muss betäubt werden. Und zwar möglichst schnell. Hoch. Schutzraum öffnen. Schließen. Alle schließen. Okay. Parasaurolophus, Parasaurolophus,
Parasaurolophus. Nein. Was ist das hier für einer? Das war ein Mayasaurer, oder? Was ist mit dir? Ja, das ist ein Mayasaurer. Oh nö, dem sind es auch zu wenige. Ach du Schande. Okay, wir brauchen Mayasaurer und Parasaurolophus. Hier sind dreimal Parasaurolophus. Und dann brauche ich auch noch dreimal Mayasaurer. Dann muss ich dieses auch noch mit bemühen. Oh nein, die Lophosaurus. Und nochmal die Lophosaurus. So, und ich mache jetzt eine Folgenpause und mache hier zu. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Bis dahin, meine Freunde. Ich drücke hier auf Karriere speichern. Habe meine Karriere Lost Ossos World genannt und speichere das jetzt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Tschüssikowski. Ja, achso, ja, wenn es wieder heißt Time to Play. Ciao.